Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siedler 1 hier in alter Aufbaumanier. Und ich habe mich kräftig ins Zeug gelegt, Truppen zu rekrutieren, um jetzt nochmal den zweiten Auftakt gegen das Hauptquartier zu starten. Wir hatten das letzte Mal schon, ich glaube es waren 55, 60, 65 Soldaten, ich müsste jetzt lügen. War aber auf jeden Fall um die Drehe, die dieses Hauptquartier angegriffen haben. Und glaubt mir es. Oder glaubt mir es nicht. Sie haben es nicht geschafft, das Hauptquartier zu stürzen. Und heute wollen wir es nochmal versuchen, in der Hoffnung, dass es diesmal gelingen wird. So, erstmal hier zack und zack. Und dann versuchen wir unser Bestes, dass uns das diesmal gelingen wird. Ah, mittlerweile sind wieder die Eisenrohstoffe ausgegangen. Ja, ihr kennt's doch. Trotzdem bleiben wir noch definitiv an diesem Hauptquartier dran. Und ich habe mich wirklich... Das Hauptquartier ist gefallen. Aber wir haben die Mission noch nicht gewonnen. Wir speichern auf jeden Fall erstmal ab und schauen uns mal um. Das heißt zumindest, dass das Hauptquartier eine Rolle gespielt hat, aber jetzt nicht so eine potenzielle Rolle, dass sie uns zum Sieg verhelfen würde. Aber wir haben zum Glück noch einige Soldaten in der Hinterhand. Also ich habe wirklich versucht, nach und nach die Soldaten noch mit zu rekrutieren. Das hat wieder eine Weile gedauert, das alles aufzubauen. Deswegen dürfte das jetzt wohl definitiv kein Problem sein, diese Nebengebäude hier so ein bisschen zu zerstören. Wichtig ist selbstverständlich, Hauptquartier erstmal fertig, abgehakt. Ja, es ist definitiv leichter, in solche Nebengebäude reinzukommen, als ins Hauptquartier. So, immer schön angreifen. So, genau. Schön platt machen. Da hat aber jemand ordentlich Brot gebacken, oder? Also, da ist ja wohl einiges übrig geblieben. Ansonsten erstmal nur Errungenschaften, die wir erreicht haben. Wie gesagt, also ich finde jetzt bei den Nebengebäuden ist es eigentlich leichter. Oh, gewonnen. Ja, schon haben wir das gewonnen. Aber die Folge wäre jetzt zu kurz. Ich mache einen kurzen Schwenker und wir legen mit der nächsten Mission los. Mission 26. Und schneller als erwartet, Mission 26. Ich begrüße euch und schon geht's los. Ja, wieder etwas langsamer, ja, Geschwindigkeit. Wir müssen uns erstmal wieder in die grundlegenden Grundstrukturen wieder einfinden. Das heißt, ihr kennt's. Wir müssen als erstes holzmäßig uns ausbauen. Wir müssen schauen, was hier unter uns für schöne Schätze verborgen sind. Und ganz, ganz wichtig, nicht raustippen und ganz schnell unsere Grenzen erweitern. Grenzen erweitern wäre eigentlich schon der wichtigste Punkt. Weil je mehr Land wir vor unserem Gegner erobern, desto besser ist es eigentlich für uns. So. Wir lassen das hier erstmal erkunden. Wie gesagt, Holzwirtschaft, jetzt haben wir es. Holzwirtschaft eigentlich mit der wichtigste Punkt. Da drüben haben wir sogar ein paar Steine. Das heißt, in die Richtung wäre schon mal auch eine richtig gute Idee, uns schon mal hinzuarbeiten. Weil wir wissen nicht, wie viele Steine werden wir noch auf unser Eroberungstor überhaupt begegnen. Das kann sich noch dramatisch ändern. Ne? Und wir sind ja jetzt in dem Sinne auch im Level 26. Da ist es sowieso etwas kritischer, dann noch an solche Schätze ranzukommen. Und ich will nicht wirklich wieder ein Granitbergwerk bauen müssen. Ne? Also ich werde es bauen, wenn es wirklich Not tut, aber jetzt gerade will ich es eigentlich nicht. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich weiß, es ist gut und es hilft uns. Und
Ja, aber du kannst mit diesen Nahrungsmitteln eigentlich so viel Gutes eigentlich einsetzen, auch wenn ich es jetzt schon öfter notgedrungen halt wirklich nehmen musste, ne? Weil unser Gegner uns einfach nichts übrig gelassen hat an Steinzeug. Ja, mussten wir halt darauf zurückgreifen. So, ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier das mit dem Weg anstelle. Ich will halt nicht, dass mir gleich zu Beginn extrem viele, extrem viele Rückstaus gebildet werden. Ich habe heute leichte Wortfindungsstörungen, ne? Also es ist so ein bisschen schwierig. Ja, also ich möchte nicht, dass hier in unserem zentralen Bereich da zu viele Staus entstehen. Es soll halt alles flüssig ineinander gehen, dass wir da nicht zu lange auf Baumaterialien, auf Rohstoff und alles warten müssen. Deswegen muss man da schon ein bisschen gucken, wie wir unsere Wege quasi hier ausrichten. Ich sehe schon mal, wir haben hier unten zum Beispiel Gold. Das wäre vielleicht eine gute Idee oder sehr ratsam, hier unten eine Baracke mitzubauen. Ganz einfach unter dem Aspekt, dass wir hier unten unsere Goldminen definitiv schützen werden. Oder zumindest versuchen werden. So, hier die Fahne mit hin, genau. So, und dann werden wir auch noch in die andere Richtung gehen. Ich habe schon gesehen, da ist zum Beispiel auch Eisen. Das müssen wir nehmen hier, ne? Also diese schönen Felsbrocken, die werden wir definitiv in Beschlag nehmen. Und da wird uns anscheinend auch vorerst nicht der Gegner in die Quere kommen. Zumindest sehen wir ihn bisher noch nicht. Was ja jetzt noch nicht in dem Sinne irgendwie was bedeuten muss. Das kann sich, wie gesagt, alles noch ändern. So. Bis dahin hoffe ich, habe ich die Steine bis mittlerweile dann schon abgebaut. Oh, da oben haben wir noch welche. Na, da müssen wir selbstverständlich auch hin. So, an Förster und Holzfäller haben wir jetzt schon mal gedacht. Ist jetzt erstmal nicht perfekt, weil ich weiß ganz genau, dass mir ein Holzfäller und ein Förster definitiv nicht das retten werden, was ich an Bauaufträgen halt vorhabe. Das werde ich wohl noch mal überdenken müssen. Ich glaube, vielleicht hier unten könnte man noch was bauen. Bauen erstmal einen Holzfäller. Und vielleicht sogar zwei. Dass hier unten erstmal alles frei bauen. Vielleicht baue ich da unten auch einen Förster hin. Na, dazu gucken wir dann später. Entweder nutze ich das da unten, um Feld zu bauen, also landwirtschaftlich das da unten zu nutzen, oder halt nochmal mit Forsthäusern, um quasi mein Sägewerk noch besser, halt beliefern zu können. Es ist enorm wichtig, viel, viel Holz gleich am Anfang zu haben. Je länger unsere Baustellen auf Baumaterial warten, desto schlimmer wird's, ne? Weil das ist alles Zeit, die halt wichtig am Anfang ist. Sehr ausschlaggebend sogar ist. Gucken jetzt mal, was hier drüben an Rohstoffen ist. Wir haben da oben auch schon wieder Berglandschaft. Das heißt, selbst da oben können wir Rohstoffe gewinnen. Dann sollte ich mir auch überlegen, zeitnah vielleicht noch mit einer Münzenprägerei zu arbeiten. Noch steht es halt noch nicht da unten, aber das wird dann schnellstens halt Goldmünzen herstellen. Weil wenn wir schon zu Beginn solche reichhaltigen Rohstoffe geliefert kriegen, ist das schon mal ein kleines Anzeichen, dass da definitiv mehr auf uns warten wird. Das können sie uns hier oben abspenstig machen. Wir müssen uns echt beeilen. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich will jetzt nichts unversucht lassen. Besonders wenn wir unserem Gegner das klauen können. Und wir versuchen gleich in dem Sinne die Steine schon mal ein bisschen einzuhamsen. Selbst wenn sie uns jetzt die Baracke oben klauen sollten, weil sie schneller sind mit der Lieferung von Holz. Was ich schon wieder sagte, ne? Baumaterialien, darfst du nicht zu lang warten. Selbst wenn wir das jetzt nicht schützen können,
müssen wir zumindest die Steine schon mal versuchen, ein bisschen abzubauen. Und denen schon ein bisschen was wegnehmen. Oh, wir haben hier unten Granit. Juhu, juhu. Ich werde es mir trotzdem vormerken. Wenn ich kein Fan davon bin. Aber ich werde es mir vormerken. Sollte es knapp werden, wissen wir, wo wir es finden. Kohle definitiv. Ganz wichtig. Haben wir da unten jetzt ja auch, ne? Hier haben wir auch nochmal Kohle. Hier haben wir sogar Eisen. Eisen hat nur bisher noch nicht. So, da können wir vielleicht gucken. Wir merken uns das jetzt erstmal vor. Ich will erstmal, dass hier vielleicht noch ein bisschen was fertig gemacht wird an Baustellen. Das ist halt das Ding, ne? Am Anfang, du willst eigentlich so viel auf einmal und die kommen halt definitiv nicht hinterher. Ganz klar. Deswegen muss man sich da selbst immer mal so ein bisschen bremsen. Auch wenn es jetzt gleich wieder brenzlig wird, weil unser Gegner von der oberen Seite schon direkt wieder an unsere Tür klopft. Oh. Wir hätten unseren Steinmetz vielleicht ein bisschen weiter unten bauen sollen. Ja gut, da reißen wir hier ein bisschen Weg ab und gucken vielleicht, ob wir da eventuell vielleicht doch ein Steinmetz bauen können. Baracke erstmal, um das Ganze abzusichern. Ach, die haben gar keine, kein Steinmetz gebaut. Das ist ein Holzfäller, der dort ist. Wegen den paar Bäumen. Naja. Wenn sie meinen. Aber das können wir denen nicht hier unten, ne? Dass sie hier irgendwelche Baracken hinstellen und meinen, die können hier unten alles für sich beanspruchen. Ich lasse auch mal hier oben, das wäre ideal. Hier wäre nochmal idealer Farmplatz. Da ist so viel Grünfläche. Ja, versuchen wir mal so wenig wie möglich an Land wegzunehmen. Entweder wir nutzen es für die Grünfläche, was ich eher vorhabe. Oder halt, wenn es jetzt nicht so der Fall ist, dass wir vielleicht uns überlegen, eventuell dort halt die ganzen Eisenverarbeitungswerkzeuge, ja, Häuser halt hinzubauen. Eisenschmelze, Werkzeugschmiede, Waffenschmiede, vielleicht noch die ein oder anderen Münzenprägereien, obwohl mir die eine bisher erstmal sehr ausreichend wirkt. Wir müssen sowieso noch gucken, was haben wir hier alles so, ne? Also, hier ist zum Beispiel jetzt nichts oben, was mich so ein bisschen verwundert, aber ja, kann halt durchaus mal sein, ne? Da gehen wir halt mal den ganzen Weg entlang. Unter anderem, weil mir das auch besser gefällt, wenn ich eher vom Gegner wegarbeite, als die ganze Zeit in meinen Gegner hineinzuarbeiten. Trotzdem ist es wichtig, halt Grenzen zu schützen. Ne? Wir können jetzt hier nicht alles durchgehen lassen und unseren Gegner hier unverschont irgendwelches Land erobern lassen, wo vielleicht die besseren Rohstoffe für uns gewesen wären. Wie das hier mit den Steinen. Ne? Das sehe ich nicht ein. Da bin ich, wie gesagt, am Überlegen. Vielleicht könnten wir da sogar noch in der Nähe ein Steinmetz bringen. Der hat nur einen Holzfäller da oben hingebaut. Das ist doch nicht. So, dann versuchen wir hier schon mal die erste Lebensmittelbasis aufzubauen. Ist eigentlich sehr ratsam, weil es halt wirklich umgeben ist von diesen Rohstoffteilen, von diesem Bergland. Das heißt, die hätten halt kurze Wege, um die Nahrungsversorgung dort zu sichern. Und wenn wir hier gleich Bäcker und alles mit dran machen können, wäre das ja ideal, ne? Kurze Versorgungswege. So, hier haben wir jetzt schon mal einen Erfolg errungen. Das heißt, sie können erstmal ihre Baracke dort definitiv nicht bauen. Und wir bauen unseren Steinmetz. Selbst wenn die Steine jetzt auf den ihrer Grenze sind, ist mir egal. Die klauen wir weg. Die gehören jetzt uns. Selber schuld, wenn sie das nicht nutzen. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir hier trotzdem noch so ein bisschen was mit nutzen. Na, ist ja jetzt nicht alles verloren. Und Eisenschmelze und Co. brauchst du ja in dem Sinne auch, ne? Werkzeugschmiede werden wir auch wieder brauchen. Trotzdem
so viel wie möglich an Bergland mit erobern. Wir brauchen es halt, ne? Da hast du zum Beispiel sogar Eisen und viel, viel Kohle. Also Kohle sehe ich jetzt hier besonders häufig. Was aber auch nicht sehr unrelevant ist, ne? Also wir verbrauchen ja Kohle für eigentlich für alles. Da wäre es gut, sich gleich mal so einen kleinen Vorrat hier mit anzulegen. Und wir wissen ja auch nicht, inwieweit aggressiv ist unser Gegner, ne? Der kann uns ja jetzt in den nächsten Minuten gleich alles klauen, was da oben ist. Ist ja jetzt nicht gesichert. Und wir wissen ja durch die vorigen Missionen, unser Gegner ist militärisch gesehen eigentlich ganz am Anfang immer uns im Vorteil. Egal was du machst, der Gegner ist militärisch immer im Vorteil. Ja, die konnten sich wahrscheinlich lang genug vorbereiten. So, hier haben wir zum Beispiel auch nochmal Stein. Das würde ich jetzt gerne schon mal abbauen. Hier würde sich zum Beispiel eher einen Holzfäller lohnen, als oben, was der Gegner gemacht hat, wo vielleicht mal 3-4 Bäume stehen. So, da bin ich zum Beispiel am Überlegen. Wir könnten das hier zum Beispiel auch so gestalten, dass wir hier so eine riesige Baumader machen. Oder, also quasi mit vielen Forsthäusern, Holzfällern und vielleicht sogar sehr ratsam vielleicht noch einem Sägewerk mit. Oder wir machen das hier komplett, reißen das alles nieder und machen daraus eine schöne Nahrungsversorgung, ne? Mit Bauernhöfen und allem, was dazugehört. Land einnehmen sowieso A und O. Ich werde hier auch nochmal versuchen, viel mit Lagerhäusern und alles zu bauen, also zu arbeiten, damit unser Hauptquartier etwas entlastet ist. Ne? Also jetzt wird er halt viel raus und rein transportiert. Ich will halt versuchen, so gut wie es geht, diesen Stau zu umgehen. Ja, hier baut sich alles sehr zeitnah auf, das passt. Geht selbstverständlich sogar noch viel besser, aber so reicht mir die Geschwindigkeit erstmal am Anfang, dass wir das Wichtigste halt mit aufbauen können, die wichtigsten Grundlagen mit aufbauen können. So, und wie gesagt, Wegepolitik darf nicht fehlen. Wir müssen kurze Wege und alles so ein bisschen verbinden, damit ja unser Hauptquartier ein bisschen geschont wird und nicht alles an einem Fleck ist. Hier läuft alles sehr gut. Wir gehen auch hier mit weiter nach unten, um noch mehr Land einzunehmen. Mehr Grünfläche, sowieso immer mein Favorit für die ganzen Bauernhöfe, die ich vorhabe zu bauen. Gut, ich würde sagen, ich beende es an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht es weiter mit Mission 26. Seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.